Oh ja, liebe Leute, willkommen zum nächsten Part von Let's Play Undertale, wo ich diesmal gucke, ob euer Audio ist diesmal richtig eingestellt. Tut mir leid, dass ich das jetzt wieder überprüft habe, aber das müsste mal wieder an dieser Stelle sein, denn wir wissen, wir hatten ja einige Aufnahmesessions gehabt, wo es falsch war. Jetzt haben wir Indin vor uns. Es wird nicht mehr zurückgerannt. Los geht's! Okay. Hallöchen. En garde! Oh, was mache ich denn? Kampf, klar. Die Heldin, die niemals aufgibt. Solange du grün bist, kannst du nicht fliehen. Außer du schaffst es, der Gefahr ins Gesicht zu sehen. Du wirst keine Sekunde gegen mich bestehen. Ach, was? Wenn ich sage, sieh der Gefahr ins Gesicht, meine ich, dass du zu den Geschossen schauen sollst. Mhm. Nicht schlecht, wie gefällt dir das? Aha. Oh ja, seit Jahren träumen wir von einem glücklichen Ende. Vielleicht schaffen wir es gemeinsam für ein glückliches Ende. Und den. Ich weiß. Und jetzt. Du willst mich unbedingt haben. Soll nicht bald sehen. Ihr werdet uns nicht weiterhin nehmen. Ich will's ja auch nicht nehmen. Ja, genug vom Aufwärmen. Oh. Gnade? Ha! Ich kann noch immer nicht glauben, du verschonst mich? Warum sollte ich dich nicht verschonen? Selbst wenn ich dich verschone. Ich weiß. Selbst wenn du mich verschonst. Selbst dann. Es riecht nach Yoshi? Sushi, Yoshi. Sushi. Komm, Mann. No, wir erzählen dir, dass wir ein Freund sein möchten. Sie erinnert sich an etwas. Kein Mensch hat es jemals mit Esco aufgenommen. Oh, what the fuck? Ich nehme lieber die Nice Cream. Ehrlich gesagt, es ist gnädig, dich hier zu töten. Ich weiß, es ist gnädig, mich hier zu töten, ich weiß. Ach du Scheiße! Zeigt auf heroische Art und Weise auf den Himmel. Oh, Alter! Also hör auf, verdammt, so robust zu sein. Ich möchte, müsste das ja zusammen was erreichen. Wir haben doch die... Ah! Oh. Wir haben doch die... Scheiße. Krabbenapfel. So. Eieiei. Aus was in aller Welt sind Menschen gemacht? Aus was in aller Welt sind Menschen gemacht? Ja, das ist... Das müsste ich jetzt auch mal wiederholen. Jeder andere wäre längst tot. War schon. Erfnis sagte mir, Menschen wären entschlossen. Oh, hä? Was? Was war das? Jetzt verstehe ich, was sie damit meinte.
aber ich bin ebenfalls entschlossen. Entschlossen, das Ganze jetzt zu beenden. Ach du Scheiße. Genau jetzt. Leute, wir sind so gut wie tot. Genau jetzt. Ah, das war knapp. Verdammt, wir hätten es fast geschafft. Ich weiß, es darf noch nicht enden, das ist klar. Ah, es war knapp. Jetzt wissen wir wenigstens, wie der gesamte Bossfight geht. Wir brauchen auf jeden Fall viel Zeug und davon haben wir viel. Es ist also soweit. Es wird nicht mehr zurückgerannt. Los geht's. En garde. En garde, sag ich selber. Solange du grün bist, kannst du nicht fliehen. Außer du schaffst es, der Gefahr ins Gesicht zu sehen. Du wirst keine Sekunde gegen mich bestehen. Am Anfang ist das auch so langsam. Nicht schlecht. Wie gefällt dir das? Seit Jahren träumen wir von einem glücklichen Ende. Mal sehen, ob wir es überhaupt annähernd schaffen. Nach Sushi? Ist das nicht schon ein Zeichen zu fliehen? Und jetzt kann das Sonnenlicht bald erscheinen. Ihr werdet es uns nicht weiterhin nehmen. Wir werden es euch nicht wegnehmen. Zumindest ich nicht. Was die anderen Menschen machen, ist wiederum... Ja, genug vom Aufwärmen. Gnade? Ha! Ich kann noch immer nicht glauben, du verschonst mich! Selbst wenn ich dich verschone. Ah, das ist mein neuer Angriff. Kein Mensch hat es jemals mit Esco aufgenommen. Naja. Ehrlich gesagt, wir müssen halt nur ein bisschen vorsichtig sein, dann passt das schon. Ah, das ist also am Ende. Also hör auf, verdammt so robust zu sein. Hi, Karamba, jetzt so langsam weiß ich wenigstens, wie sie es macht. Aus was in aller Welt sind Menschen gemacht? Jeder andere wäre doch längst schon tot. Hey, das war knapp. Erfis sagte mir, Menschen wären entschlossen. Jetzt verstehe ich, was sie damit meinte. Aber ich bin ebenfalls entschlossen. Oh. Meine Fresse! Das ist irgendwann total kompliziert! Alter! Entschlossen, das Ganze jetzt zu beenden! Ich
Genau jetzt. Wie dumm muss man sein? Genau jetzt! Hey, komm. Verdammt! Jetzt passiert's. Jetzt sind meine Ausweichkünste nicht gut genug. Super. Verdammte Scheiße. Es ist also soweit. Es wird nicht mehr zurückgerannt. Los geht's! Das könnte jetzt den gesamten Part lang dauern. Weil ich leider nicht stark genug bisher bin. Aber gut. Wir geben nicht auf, das ist klar. Solange du grün bist, kannst du nicht ich fliehen. Ich weiß, dass ich nicht fliehen Außer kann. Du schaffst es, der Gefahr ins Gesicht zu sehen. Du wirst keine Sekunde gegen mich bestehen. Nicht schlecht, wie gefällt dir das? Müssen wir vielleicht die ganze Zeit nur fliehen? Das könnte vielleicht auch sein, keine Ahnung. Müssen wir die ganze Zeit nur fliehen? Seit Jahren träumen wir von einem glücklichen Ende. Und jetzt kann man das Sonnenlicht bald sehen. Wenn sie das nicht tun. Dann müssen wir auf jeden Fall... Okay, dann müssen wir auf jeden Fall mit Gnade und dann unseren Fähigkeiten durch. Wir müssen auf jeden Fall sehr vorsichtig sein. Ja, genug vom Aufwärmen. Gnade? Ah, ich kann doch immer nicht glauben, du verschonst mich? Warum sollte ich dich nicht verschonen? Ich habe bisher noch nie jemanden hier wirklich angegriffen, Mann. Denn selbst wenn ich dich verschone. Ich weiß, also du mich verschonst. Aber vielleicht lässt sich eine Lösung finden, wer weiß. Es ist halt das. Kein Mensch hat es jemals mit Esco aufgenommen. Und viel zu schwach, ehrlich was gesagt, das ist es gnädig, dich hier zu töten. Ach du Scheiße, das verwirrt mich, das... Ein langsames Ding, super. Alter. Ich muss ein Ice Cream essen, super. Also hör auf, so verdammt robust zu sein. Aus was in aller Welt sind Menschen gemacht? Wir müssen nur gucken. Ich hoffe, irgendwann schaffen wir es zu weiteren Dialogen als nur diejenigen, die wir jetzt schon haben. Jeder andere wäre doch längst schon tot. Ich mach am besten durchgehend diesen Angriff. Da bin ich wenigstens zufrieden mit. Erfus sagte mir, Menschen wären entschlossen. Herausfordern will nicht. Jetzt verstehe ich, was sie damit meinte. Aber wenn man damit vielleicht sie. Ja, ergreifen könnte, wer weiß. Ja. Aber ich bin ebenfalls entschlossen. Oh Mann, das ist so. Entschlossen, das alles jetzt zu beenden. Jetzt habe ich es einfach weggemacht. Wie soll man das denn überleben, ey? Genau jetzt. Das war so billig. Genau jetzt. Oh. Ach, jetzt wird's einfach, oder wie?
Stirb endlich, du kleines Gör! Oh Gott! Oh. Warum macht sie plötzlich so verwirrende Sachen? Nein! Ich weiß. Es ist also soweit. Es wird nicht mehr zurückgerannt. Los geht's. En garde. En garde, schon wieder. Ich hoffe, ich werde in diesem Part fertig mit dem Kampf. Außer du schaffst es, der Gefahr ins Gesicht zu sehen. Müssen wir. Du wirst keine Sekunde gegen mich bestehen. Dann wird es der Andin-Part. Oder Undyne, keine Ahnung, wie man sie nennt. Nicht schlecht, wie gefällt dir das? Seit Jahren träumen wir von einem glücklichen Ende. Und jetzt kann man das Sonnenlicht bald schon sehen. Ihr werdet es uns nicht weiterhin nehmen. Okay. Na, genug vom Aufwärmen. Gnade? Ha! Ich kann immer noch nicht glauben, du verschonst mich. Was denkst du denn, warum ich dich verschone? Denkst du, ich bin ein böses Wesen? Denkst du das? Selbst wenn ich dich verschone. Ja, wir werden irgendwann durchdringen durch sie, das ist klar. Nur die Frage, wann? Wann lässt sie sich durchdringen? Kein Mensch hat es jemals mit Esko aufgenommen. Wir wollen es mit Keim aufnehmen. Ehrlich gesagt, in einem Kampf ist sein. Gnädig, wenn ich dich hier und jetzt töte. Also hör auf, so verdammt robust zu sein! Oh. Oh. Aus Welt. Was in aller Welt sind Menschen gemacht? Wir wollen fliehen, Mann. Jeder andere wäre längst tot. Seit wann sind ihre Angriffe bitte schon zurückgehalten? Sie sind irgendwie extremer geworden. Eieiei. Alphys sagte mir, Menschen wären entschlossen. Ich bin auch entschlossen. Jetzt verstehe ich, was sie damit meinte. Begnadigen. In dem Sinne. Oh, das ist so scheiße jedes Mal. Aber ich bin ebenfalls entschlossen. Oh. Ice Cream. Das sind diese Clown natürlich. Entschlossen, das Ganze jetzt zu beenden. Das ist so verwirrend plötzlich immer. Genau jetzt. Genau jetzt! Alter! Stirb endlich, du kleines Gör! Alter! Was soll ich da überleben? Alter, was stellt sich das Spiel vor? Alter Schwede. Ja, dann mache ich halt einen XXL-Part. Ist mir scheißegal.
Ich bleib entschlossen in diesem Part. Ist mir egal, wie lange der Part jetzt dauert. Ob das jetzt ein Stundenpart ist, ist mir schnurzpiep egal jetzt am Ende. Es ist also soweit. Es wird nicht mehr zurückgereicht. Mit Ace umso mehr zu synchronisieren haben. Los geht's. Tut mir leid. Oh Gott. Solange du grün bist, kannst du nicht fliehen. Außer du schaffst es, der Gefahr ins Gesicht zu sehen. Du wirst keine Sekunde gegen mich bestehen. Müssen wir sie vielleicht herausfordern? Darauf habe ich gar keine Lust. Ich will sie nur mit Gnade, Mann. Nicht schlecht, wie gefällt dir das? Vielleicht müssen wir sie herausfordern und zeigen, dass seit sie dann selbst dann immer noch. Von einem glücklichen Ende. Wer weiß. Könnte ja auch die Möglichkeit sein. Und jetzt kann man das Sonnenlicht bald sehen. Ihr werdet es uns nicht weiterhin nehmen. Wir müssen nur stärker und schneller werden, wenn ich. Dann schaffen wir auch diesen Kampf. Genug vom Aufwärmen. Gnade? Ha! Ich kann auch immer nicht glauben, du verschonst mich! Selbst wenn ich dich verschone. Kannst du mich bitte irgendwann in Ruhe lassen, Din? Irgendwann wenigstens. Kein Mensch hat es jemals mit Esko aufgenommen. Warum bin ich so schlecht, was das angeht? Ehrlich gesagt, es ist gnädig, dich hier und jetzt zu töten. Erzählst du denn, dass du nur ein Freund sein möchtest? Sie erinnert sich an etwas. Ja, Angriffe werden etwas zurückhaltender. Das bedeutet auch, dass sie weniger so stark sind. Warum sind sie immer noch genauso stark? Ach du Scheiße! Also hör auf, so verdammt robust zu sein. Dann müssen wir sie dreimal anflehen. Dass wir ein Freund sein. Ich. Wir gehen das Risiko. Aus was in aller Welt sind Menschen gemacht? Wir haben ja noch die Nice Creme, wenigstens etwas. Also wir sollten das aufsparen, so gut es geht. Jeder andere wäre jetzt schon tot. Natürlich wäre jeder andere schon längst tot. Zu verrückt, um einfach so zu sterben für sowas. Erfes sagte mir, Menschen wären entschlossen. Jetzt verstehe ich, was sie damit meinte. Jetzt schon verkacken. Anscheinend Schütter. Aber ich bin ebenfalls entschlossen. Mann, das ist so scheiße. Ah, nicht kämpfen. Entschlossen, das Ganze jetzt zu beenden. Was ist das für eine Scheiße manchmal? Oh. Genau jetzt. Sie denkt jetzt genau an ihre Freundin. Genau da müssen sie wahrscheinlich haben. Dann werd bitte genau endlich zurückhaltender! Oh Gott! Kannst du uns mal bitte auch mal lassen? Scheiße! Okay, das findest du so und dann so. Und den hält ihre Fäuste vor sich und schüttelt den Kopf. Stirb endlich, du kleines Girl! Ich hab sonst keine Heilung mehr. Das verwirrt mich! Ich hab gar keine Ahnung mehr! Von dir werde ich niemals Gnade bekommen, erwarten. Irgendwie werden ihr Angriffe immer schlimmer, kann das sein?
wirst mich niemals verschonen. Ich werde dich verschonen. Lass es doch bitte einmal zu! Kannst du mich bitte einmal in Ruhe lassen? Ja, greif mich doch weiter an! Gott! Ja! Meine Fresse! Ich verschone dich! Und dann... Komm! Oh Gott! Jetzt ist selbst dieser Angriff schon schwierig. Ich wollte sie jetzt einmal heraus und werde danach einfach zurückgehen. Wahrscheinlich versteht sie das nicht. Benutzen wir umgekehrte Psychologie, vielleicht funktioniert das besser. Es ist also soweit. Es wird nicht mehr zurückgerannt. Ich kann sie halt nicht direkt einschätzen, deswegen. Ich weiß, dass sie gutherzig ist, aber das... Da können wir nicht wirklich... Dann fordern sie sie mal heraus. Was? Solange du grün bist, kannst du nicht fliehen, außer du schaffst es, der Gefahr ins Gesicht zu sehen. Du wirst keine Sekunde gegen mich bestehen. Wieso sagt mir das? Ach du Scheiße. Nicht schlecht. Wie gefällt dir das? Seit Jahren träumen wir von einem glücklichen Ende. Jetzt kann man das Sonnenlicht bald sehen. Ihr müsst sehr vorsichtig sein. Sehr konzentriert. Ihr werdet es uns nicht weiterhin nehmen. Genug vom Aufwärmen. Wie dumm kann man in einem Zug so viel verlieren? Gnade! Ha! Ich kann noch immer nicht glauben, du verschonst mich! Ja, das ist nicht so einfach. Deswegen wurden die Angriffe immer schwer. Selbst wenn ich dich verschone. Das riecht nach Sushi. Was soll das für mich für ein... Kein Mensch hat es jemals mit Esco aufgenommen. Ehrlich gesagt, ist es gnädig, dich hier zu töten. Vielleicht müssen wir hier einmal den Kuchen benutzen, wer weiß. Ah, wir werden es ja sehen. Dann werden wir... zu wenig Leben haben, benutzen wir einmal den Karamellkuchen. Vielleicht bringt uns das genau. Es ist also soweit. Das gewisse Etwas. Es wird nicht mehr zurückgerannt. Los geht's. Mal sehen. Oh Gott. Noch versuchen wir einfach alles zu überleben, was es gibt. Solange du grün bist, kannst du nicht fliehen. Außer du schaffst es, der Gefahr ins Gesicht zu sehen. Du wirst keine Sekunde gegen mich bestehen. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe schon, dass sie... Wie gefällt dir das? Dass wir sie erst richtig überzeugen müssen, weil sie...
Ja. Für das Gute kämpft, aber... Seit Jahren träumen wir von einem glücklichen Ende. Und jetzt kann man das Sonnenlicht bald sehen. Gut, das ist auch noch einfach. Ihr werdet es uns nicht weiterhin nehmen. Nein, ich will es auch nicht nehmen. Dann werde ich einfach so lange Gnade walten lassen. Genug vom Aufwärmen. Bis es irgendwann lässt. Ich muss dabei meine Reaktionszeiten einfach nur erhöhen, dann müssen es klappen. Ich kann noch immer nicht glauben, du verschonst mich. Selbst wenn ich dich verschone. Kein Mensch hat das jemals mit Escor aufgenommen. Mann. Finger! Sei doch mal schneller! Ehrlich gesagt, wenn ich dich jetzt hier umbringe. Wir schaffen das schon. Gehe ich von aus. Hui. Also hör auf, so verdammt robust zu sein. Verdammt. Aus was in aller Welt sind Menschen gemacht? Wir sind aus dem Stuff gemacht, was du hier siehst. Okay, nicht alle. Aber gut. Jeder andere wäre längst schon tot. Alfred sagte mir, Menschen seien entschlossen. Jetzt verstehe ich, was sie damit meinte. Aber ich bin ebenfalls entschlossen. Oh Gott. Wir benutzen trotzdem nur die Nice Creme. Wir haben schon 32 Minuten. Alter Scheiße. Ich bin ebenfalls entschlossen. Entschlossen, das Ganze zu beenden. Genau jetzt. Genau jetzt. Okay, das geht auch, klar. Wir nutzen auf jeden Fall den Kuchen, je nachdem. Wie sollen wir es sonst sterben? Wie sollen wir es sonst schaffen? Nicht im Kopf. Von dir werde ich niemals Gnade annehmen. Von mir wirst du niemals Gnade annehmen. Du wirst mich niemals verschonen. Sollten wir dich niemals verschonen. Wahrscheinlich müssen wir jetzt noch durchgehend fliehen, weil es scheint sehr extrem zu sein. Oh Gott, sie ist jetzt total konfus. Weiß nicht, was sie...
du bitte Gnade bezeigen? Sie schmeißt Sperrhaufen Boden. Ich weiß, aber trotzdem an den kommen. Ich weiß, dass du viel erlebt hattest. So ist es nicht. Jetzt komm schon. Wir könnten auch einfach fliehen. So ist es nicht. So wäre das nicht so die Variante, die ich jetzt nachvollziehen würde. Oder sie ist zu entschlossen, um... Das könnte auch sein. Und den hyperventiliert. Oh Gott. Steht noch so schlecht um sie. Nimm's doch endlich an, anstatt... Werde unser Freund! Undin, komm bitte! Hab doch mal etwas Gnade! Die Heldin, die niemals aufgibt. Sie gibt halt niemals auf. Dann fliehen wir halt. Na und? Dann fliehen wir halt. Meine Fresse. Wenn sie niemals aufgibt. Hör auf, wegzurennen. Stirb endlich, du kleines Gör. Hat jemand wirklich was dagegen? Ich glaube, wir müssen irgendwie so arbeiten mit dem Fliehen. Von dir werde ich niemals Gnade annehmen. Willst du mir niemals Gnade annehmen? Dann werde ich so oft fliehen, bis du irgendwann... Dann bringt es nichts anderes als das. Komm sofort zurück, du kleiner Rabauke! Und? Was willst du denn machen? Komm sofort zurück, du kleiner Rabauke! Was soll ich gegen sie machen? Hallo? Achso, wir sollen weg! Ah! Sofort zurück, du kleiner Rabauke! So funzt es also. Hey, was geht ab? Ich habe nachgedacht, du, ich und Undin sollten mal zusammen abhängen. Wir werden bestimmt gute Freunde werden. Treffen wir uns später bei ihr zu Hause. Okay, machen wir das! Schnell! Sonst! Nein! Komm sofort zurück zu deiner Rabauke! Ah, dieser Part! Dieser Part der unmöglichen Länge! Nein, lass mich! Undin! Oh Gott, du bist doch hier drüber! Rüstung so heiß! Aber ich darf nicht aufgeben! Ach je, hier geht's nicht gut. Hier, Undin. Ja, natürlich, Alter.
Sag ich doch mal, vielen Dank, dass ihr in diesem Part dabei wart bei Let's Play Undertale. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Vielen Dank und ciao.